das gerade schon. Die Grenzkontrolle, also können wir auch mal machen. Ja. Ich finde es ja auch gerade schön, wenn man mal nicht einer Meinung ist. Ja. Also das kommt selten genug vor. Genau. Gott sei Dank. Du hattest gerade die Grenzkontrollen. Alice Weidel wurde in ihrem Interview damit konfrontiert, das sei ja gar nicht möglich. Da hat sie gesagt, aber wir sehen doch gerade, dass es möglich ist. Ja, aber es ist nur kurze Zeit möglich. Was hältst du von der Aussage? Völliger Quatsch. Genau wie, wie die Aussage dann kam, als Alice Weidel, ich glaube, es verglichen hat, nee, mit Australien. Ein australischen Vorbild, da hätte es ja auch funktioniert. Und dann kam der Einwand, ja, aber die deutschen Grenzen sind ja so hochgradig kompliziert und Australien hätte es ja viel einfacher, weil es ja sozusagen eine Insel ist. Ja. Ich weiß nicht, ob die Dame, die das gefragt hat, schon mal in Atlas reingeguckt hat. Daraufhin habe ich nämlich mal in Atlas reingeguckt. Deutschland hat eine Landgrenze von knapp 4000 Kilometern. Australien hat eine Küstengrenze von ungefähr 30.000 Kilometern. Ist geringfügig größer Australien. Und wer jetzt Küsten kennt, die sind auch nicht einfacher zu bewachen als ein Grenzfluss oder eine Straße, wo ich Kontrolle mache. Also völliger Käse. Wo ein Wille ist, da ist ein Weg. Der Weg wird gerade beschritten, es geht also. Und wenn gesagt wird, wir haben nicht genug Personal, dann müssen wir halt genug Personal einstellen. Ja, das habe ich auch nicht verstanden. Das ist so ein Totschlagargument, dass die Bundespolizei sagt, sie hat nicht genug Personal. Okay, das kann sein, weil jetzt im Moment braucht sie das ja auch gar nicht, weil die Grenzkontrollen ja gar nicht durchgeführt werden. Es wäre ja unsinnig, da 10.000 Leute sitzen zu haben, die nichts zu tun haben. Aber wenn man sie braucht, muss man sie einstellen. Es gibt ja viele andere Positionen, die man vielleicht nicht so dringend braucht. Ja, und es würde ja auch die Kriminalität zurückgehen. Dann bräuchte ich beispielsweise viel weniger Bundespolizisten an Bahnhöfen, die den Grenzschutz übernehmen. Ich kann darüber nachdenken, eine Grenzpolizei einzurichten, die sich halt darum kümmert. Also da zu sagen, dass da zu wenig Leute, ist völliger Käse. Und das wird dann wird ja Alice Weidel verbreitet Fake News, weil sie sagt, Grenzkontrollen sind möglich. Denkst du, hä? Was ist das denn? War auch lustig, habe ich heute früh gesehen. Alice Weidel hat gesagt, dass täglich Menschen auf unseren Straßen ermordet werden, aber es gab nur 299 Mordopfer. Och. Okay, wenn das dann Fake News ist. Aber Totgeschlagene gibt es ja auch noch. Ja. Die dann eine Rolle spielen. Es gibt ja auch noch Körperverletzung mit Todesfolge, oder? Zum Beispiel. Also, ja. Also es gibt ja noch mehr Möglichkeiten zu sterben. Ja. Ein Argument ist ja auch immer, das geht rechtlich gar nicht. Ja, dann ändern wir das Recht. Dafür ist ein Parlament da und dafür sind politische Mehrheiten da, Gesetze, wenn sie nicht passen, passend zu machen. Ja, aber viele meinen ja auch, dass man das Grundgesetz nicht ändern kann. Ja. Alles kann man ändern. Ja, das ist aber noch nicht bei allen. Naja. Die Frage ist ja, ob man das Grundgesetz überhaupt ändern muss. Das muss man ändern. Das ist auch mal so ein halbes Totschlagsargument. Geht ja nicht, verstößt gegen das Grundgesetz. Da muss man erstmal prüfen, stimmt das überhaupt, dass das gegen das Grundgesetz verstößt? Und wenn das so ist, guckt man sich, muss ich es trotzdem machen? Ja, dann muss ich das ändern. Fertig. Ja, aber das ist auch möglich, durchaus möglich. Die AfD sieht sich ja als Friedenspartei. Das war ja so ein bisschen der Schwerpunkt in Tinos Sommerinterview, war ja Frieden, Russland, Ukraine. Aber was konkret könnte man als AfD tatsächlich anders machen, um jetzt auf den Frieden in anderen Ländern hinzuwirken? Also Friedenspartei ist ja nicht zu verwechseln mit pazifistischer Partei. Also das ist ja eine Partei, die dann durchdrungen ist, Frieden schaffen ohne Waffen, keine Waffen, Armee abschaffen. Und das sind wir definitiv nicht. Wir sind also eine Partei, die bekennt sich dazu, dass natürlich ein Land eine Armee braucht. Und zwar eine Armee, die in der Lage ist, das Land zu verteidigen. Wofür sonst? Ich meine, das ist ganz entscheidend. Und das unterscheidet uns insoweit von den älteren Grünen, die ja Pazifisten waren. Schwerter zum Flugscharen, am besten alle nur noch mit irgendwelchen Blumengebinden im Haar durch die Gegend, Flower Power. Das kann auch hübsch sein. So. Ich persönlich bin auch der Auffassung, dass Rüstungsexporte extrem wichtig sind für Deutschland. Wir nehmen mal jetzt ganz konkret das Ukraine-Gebiet aus. Aber die Welt besteht ja nicht nur aus Ukraine und Russland, Ukraine-Krieg und Konflikten. Es ist absolutes Hightech, was da produziert wird im Rüstungsbereich. Wenn man es geschickt macht, lässt man die eigene Armee die eigenen Waffen kaufen, sodass also ein Großteil der Wertschöpfung und des Geldes im Land bleibt. Ich habe die Möglichkeit, über Rüstungsexporte Einfluss auszuüben auf andere Länder. Wenn die meine Waffen kaufen, habe ich natürlich einen besseren Zugang auch zu den Ländern. Also es ist eine ganz entscheidende Sache. Und es sind halt hochbezahlte, hochqualifizierte Arbeitsplätze. Ganz wichtig, dass man das sagt. So, in der Ukraine, was den Ukraine-Krieg angeht, da sieht die Sache natürlich anders aus. Da jetzt Waffen hinzuschicken, wir wissen ja selber, diese ökonomischen Aspekte, die ich gerade angesprochen habe, spielen ja gar keine Rolle. Also wir haben da ökonomisch überhaupt nichts von. Im Gegenteil, unsere Bundeswehr blutet weiter aus. Und die ganze Chose bezahlt der Steuerzahler. Interessanter Punkt ist ja auch, dass sogar Bodo Ramelow inzwischen sagt, naja, wir schicken zwar die Waffen dorthin, aber die Ukrainer sind hier, die Männer im wehrpflichtigen Alter. 300.000, sagt er, glaube ich, immer.
Das passe ja gar nicht zusammen. Das ist für einen Linken schon eine erstaunliche geistige Leistung. Zumal ja nicht nur die Männer hier sitzen, sondern die Waffen ja teilweise auch, also wie man das mitbekommt. Ja. Sehr viele Waffen, die in die Ukraine geliefert werden, tauchen dann hier bei irgendwelchen Banden und Clan Geschichten wieder auf. Also ganz wichtig, was man da machen kann, guck dir Viktor Orban an. Mhm. Der hat sich auch über, wobei ich gar nicht glauben kann, dass das alles so geheim war, kann natürlich auch sein, dass man gesagt hat, komm Viktor, fahr, wir schimpfen ein bisschen auf dich, aber wir tun mal so, als wenn wir nichts damit zu tun hätten. Also das macht man eigentlich nicht alleine, nach meiner Erfahrung. Aber das ist genau der richtige Weg. Wir haben also drei oder zwei Konfliktparteien auf der anderen Seite. Mit Ukraine und Russland. Weißrussland spielt noch eine Rolle und China ja irgendwie dann auch meistens so. Und dass man da wirklich ein paar Tage opfert und mal mit allen redet. Also erst von West nach Ost geflogen, sage ich mal. Mit allen Playern, wie man so schön sagt, ins Gespräch zu kommen und dann nach Brüssel oder nach Europa zurückzukommen und aus erster Hand zu berichten, wie sieht es denn aus? Wollen die wirklich verhandeln? Ist das alles nur ein Bluff? Welchen persönlichen Eindruck haben Xi, Putin und Zelensky gemacht? Das ist ganz entscheidend und das kann Deutschland auch. Dafür braucht man eigentlich keinen Viktor Orban. Das müsste eigentlich ein deutscher Außenminister hinbekommen. Ja, aber nicht der, den wir haben. Nee. Den würde ich auch nicht. Aber das wäre halt unser Ansatz zur Friedenspartei. Ja. Da Frieden schaffen, wo Krieg ist und dann dafür sorgen, dass kein Krieg mehr entsteht und das auch durch eine gut ausgerüstete Bundeswehr. Nun war kein Krieg, ist das Stichwort. Auf unserem Bundesparteitag war Harmonie ja das allumspannende Thema. Ja, die geliebte Alice, der geliebte Tino. So viele Herzchen sind durch den Raum geflogen. Man wusste ja gar nicht mehr, wo man hin soll vor lauter Liebe. Gibt es in der Politik Freundschaft? Ich glaube schon. Ja? Ja. Ich stelle so fest, wir senden ja, vielleicht schneiden wir es auch raus, oder? Ich sag's einfach mal. Je weiter derjenige, mit dem du politisch zu tun hast, von dir geografisch entfernt wohnt, desto eher größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es eine Freundschaft draus wird. Okay, du hast viele Freunde am Bodensee. Ja. Nein, weil ich meine, in der eigenen Umgebung, da beäugt man sich so, was macht er jetzt da, was will der und so. Und im Kreisverband ist es jetzt Landesverband, aber wenn man andere Landesverbände hat, da hat man jetzt eigentlich bis auf inhaltliche Sachen und vielleicht ab und zu mal Bundesvorstandswahlen, hat man ja sonst eigentlich kaum Konfliktpunkte. Also Stichwort, man trifft sich immer nur, wenn es schön Stuhlsägen ist. Stuhlsägen oder hier ja, absägen oder sowas. Doch, die gibt's. Das ist doch schön. Bei deiner Rede beim Bundesparteitag war ja so ein bisschen ein bestimmendes Motiv. Du hast gesagt, den Stimmzettel möge man zum Haftbefehl machen. Gab es ja ein bisschen Kritik an der Aussage. Willst du es vielleicht nochmal klarstellen, wie du das gemeint hast? Ist es notwendig, das klarzustellen? Ich fürchte. Das war ja kein neuer Spruch. Aber hat der eine oder andere noch nie gehört? Ja, aber das habe ich ja seit 2017, das erzähle ich jetzt nicht jeden Tag, aber wenn es darauf ankommt zu sagen, wir stehen dafür, Politkriminelle ihrem Richter zuzuführen und dazu gehört natürlich, dass sie angeklagt werden und dazu gehört, dass man Staatsanwälte, weil nur Staatsanwälte können in Deutschland anklagen, dass man Staatsanwälte hat, die jetzt nicht nach unserer Pfeife tanzen, also nicht doppelt nicht, sondern nochmal, dass man Staatsanwälte hat, die nicht etwa nach der politischen Pfeife tanzen, damit das klar ist, sondern Staatsanwälte hat, die politisch unabhängig sind und eben nicht nach politischen Vorgaben agieren. Und die sind in Deutschland sehr rar. Wir haben ja die Anfragen gemacht mit Tausenden von Strafanzeigen gegen Merkel und Co. und Spahn und Lauterbach. Nirgendwo ist irgendwas passiert. Scholz, Verfahren jetzt eingestellt da mit hunderten Millionen, ja. Milliarden Schäden möglicherweise, die da entstanden sind. Da haben wir halt keinen. Und das wäre halt für uns wichtig. Und deshalb sage ich, wenn jede Stimme für die AfD bringt sozusagen diejenigen, die sich an Deutschland vergangen haben und unser Land zu Ruin gerichtet haben, dem Haftbefehl einen Schritt näher, weil wir dafür sorgen würden, dass Staatsanwälte politisch unbeeinflusst ihrer Arbeit nachgehen können. Aber das hast du jetzt schön zusammengefasst. Ja, und das heißt halt auf den Punkt, macht den Stimmzettel zum Haftbefehl. Nicht direkt jetzt, dass man aus der Stimmkabine rauskommt und jemand verhaftet, aber man muss natürlich auch manchmal etwas verkürzt die Sache nachgehen. Ja, weil lasst uns einen Gesetzentwurf zur Entpolitisierung der Justiz einbringen, klingt halt nicht so schmissig. Genau. Es gibt ja gerade in den alten Bundesländern doch viele Menschen, die so Vorbehalte gegen die AfD haben, die vielleicht auch so ein kleines bisschen Angst haben. Kannst du das nachvollziehen? Ja, kann ich nachvollziehen. Wenn man sich ausschließlich aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk beispielsweise, Stichwort hier Monitor, Restlerampe, was da also alles Kontraste, Tagesschau, heute, was da alles so eine Rolle spielt. Wenn man sich nahezu ausschließlich davon sozusagen ernährt, was den Informationszufluss angeht, dann kann ich das nachvollziehen, weil was in den Medien rüberkommt, ist ein absolutes Zerrbild dessen, und zwar ein negatives Zerrbild dessen, was die AfD tatsächlich ist. Wie kann man das ändern? Ja, das kann man dadurch ändern, dass die Menschen sich breiter informieren. Natürlich ist es ja, aber man kann die ja nicht zwingen.
Nee, aber man kann sie dahin leiten und sagen, guck mal, es gibt auch noch andere Möglichkeiten. Natürlich muss man auch mal die Tagesschau gucken und heute, man muss ja beide Seiten betrachten, aber dann gibt es halt in den sozialen Medien gibt's die Möglichkeit, das zu machen. Und was natürlich dann längerfristig der Weg ist, genau das Gleiche zu machen, was man mit den Staatsanwälten vorhat, nämlich Entpolitisierung der Justiz, insoweit auch Entpolitisierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Jetzt nicht im Sinne, dass dann nur noch neutral berichtet wird, das wäre auch langweilig, aber ausgewogen. Hm. Man baut der eine Mist, man baut der andere Mist. Klar bauen wir auch Mist, aber ich behaupte mal, wir bauen nicht mehr Mist als die anderen auch. Im Gegenteil, eher weniger. Ich bin da auch befangen natürlich. So, das gehört zu einer ausgewogenen Berichterstattung dazu und nicht so üble Machwerke von irgendwelchen Aktivisten, die jetzt sich da hochgedient haben im öffentlich-rechtlichen Rundfunk und auf Zwangsbeitragszahlerkosten da ihre eigene Suppe kochen. So was gehört sich nicht. So, da wir ja auch keinen Sonnenbrand kriegen wollen, komme ich jetzt zur letzten Frage. Ach, sind wir schon durch? Ja. Ich dachte, wir machen mehrere Teile. Das sind dann mehrere Teile. Okay. Jetzt kommt wieder die Fontäne. Jetzt kommt wieder die Fontäne. Kannst du da irgendwie so einen zeitlichen Rhythmus entdecken? So alle 5 Minuten, oder? Ja, alle 10, oder? Ja, stimmt, du hast recht. ja, die letzte Frage kommt dir vielleicht bekannt vor, weil jemand anderem auch schon gestellt wurde. Welches Buch sollte jeder Mensch gelesen haben? Oder sagen wir mal, jeder Mensch in Deutschland. Das muss ja jetzt nicht jeder Einwohner in Afrika gemacht haben. Genau. Das ist natürlich jetzt im Vergleich zu demjenigen, der sowas spontan gefragt hat, ein bisschen unfair, jetzt hier zu antworten, wenn man da mehrere Tage Zeit hatte, drüber nachzudenken. Und ich dachte erst, so eine Frage kommt, welches Buch muss jeder gelesen haben? Da wäre ich jetzt nach längerem Überlegen zu der Antwort gekommen, gar keins. Nee? Also es muss keiner irgendwelche Bücher lesen. Darauf würde ich ansetzen. Das ist dann die nächste Frage. Du hast jetzt aber nicht muss gesagt, sondern sollte. Welches Buch sollte jeder gelesen haben? Also du meinst, Moment mal, du meinst, dass man auch ohne ein Buch gelesen zu haben gut durchs Leben kommt? Nee, ich sage ja nicht, man darf kein Buch lesen, aber es gibt kein Buch, was man gelesen haben muss. Warum muss man das? Wenn ich das nicht will, dann lese ich das halt nicht. Man kann empfehlen, guck mal ins Grundgesetz, jetzt vielleicht weniger hinten, sondern mehr den vorderen Teil. Der hat mehr praktische Relevanz. So hinten wird es ziemlich öde. Wirklich, also, hinten ist das jetzt nicht so, also ab dem 115 da irgendwo so, da wird es dann ein bisschen öde. Aber davor ist dann die Grundrechte ganz wichtig. Der Staatsaufbau ist da in kurzen, knappen Worten umrissen. Also das Buch hat man eigentlich schnell durch. Und wenn man sich politisch in Deutschland... Kann man sich auch bei uns in den Büros abholen übrigens. Genau. Wenn man jetzt sagt, was mich doch zu einem Buch bringt, wo ich noch gar nicht dran gedacht habe. Das sage ich dann gleich noch. Aber das ist jetzt natürlich auch kein Lebenswerk, so ein Grundgesetz durchzulesen. Ja, mein Anfang. Genau. So, dann in letzter Zeit, ähnlich wie diese Haftbefehlgeschichte, erwähnen wir ja öfter mal George Orwells 1984. Ja. Das ist zwar auch so ein bisschen angestaubtes Buch, ist von 1948, also 80 Jahre alt fast, aber von absoluter Brisanz und Aktualität, wenn man mal schaut, wie ein totalitärer Staat funktioniert. Das kann ich wirklich jedem nur ans Herz legen, George Orwell von 1984 mal zu lesen. Und wenn wir beim Grundgesetz waren und dann den Bogen geschlagen haben, die gibt es ja bei uns in den Büros, übrigens gibt es bei jedem Abgeordneten, sollte das in den Büros vorhanden sein, dass man sich das abholen kann. Kürschners Volkshandbuch. Ja. Ja, das ist dieses rot-weiß gestreifte, heißt wirklich so. Ich hoffe, das heißt, darf man auch noch sagen. Ja. Kürschners Volkshandbuch und in Kürschners Volkshandbuch sind auf mehreren 100 Seiten, immer so 3 pro Seite, also 6 pro Doppelseite, alle Abgeordneten des Deutschen Bundestags, alle 734, mit Kurzlebensläufen dargestellt. Und da empfehle ich immer, und da kann man auch gute Scherze drüber machen, wenn man mal so reinblättert, vor allem diese grünen und roten Quietschis, also vor allem die dann hier, wo man sich wünscht, Kreissaal, Hörsaal, Plenarsaal. Das war ja früher so ein Vorwurf. Guck mal. Aber inzwischen ist der Plenarsaal ja auch noch weggefallen. Inzwischen ist ja der Hörsaal auch noch weggefallen. Die sind ja gleich vom Kreissaal fast im Plenarsaal gelandet. Und da sieht man mal, wie gut wir von der AfD dastehen. Wenn man sich mal die Kurzbiografien anschaut und dann nicht darauf reinfällt, dass Hinz und Kunz immer alles Mögliche studiert hat, sondern mal nachliest, wer hat denn dein Studium abgeschlossen? Ja. Ja, es gibt ja so Beispielsfälle hier, Ricarda Lang, Helge Lind, Kevin Kühnert, das sind ja die Klassiker. Aber das ist ja peinlich. Die haben alles Mögliche studiert. Das ist peinlich. Aber ich lese daraus nicht, ich lese daraus nicht, dass die überhaupt irgendwas abgeschlossen haben. Also darauf nicht reinfallen. Und dann kommt man bei ganz vielen, die eine große Klappe haben im Deutschen Bundestag, kommt man dazu, dass die gerade mal ihr Abitur haben. Und dann war's das. Unter dem sich auch nicht weiter fortentwickelt haben. Also Kürschners Volkshandbuch sollte es sein. Jetzt könnte ich noch sagen, natürlich muss man noch Immanuel Kant, sollte man gelesen haben. Die Bibel ist ganz besonders wichtig auch und so. Aber... Gibt es denn, also ich weiß ja, dass du auch privat sozusagen mal ein Buch liest. Ja, ich lese sogar sehr viel.
Gibt es denn da was, wo du Grundgesetz habe ich schon durch. Ja. Ich auch, ja. Bin ja nur auch schon Mitte 50. Ja. Gut, Mitte 50. Und da, wir brauchen es auch öfter mal. Ne? Genau, also, Geschäftsordnung des Bundestages, sollte man auch gelesen haben, wenn man im Bundestag sitzt. Und ich lese aber so, wenn ich tatsächlich Freizeit habe, dann lese ich keine Sachbücher. Ich lese dann wirklich Belletristik und das sind dann meistens so Krimis. Hast du ein Lieblingsbuch? Lieblingsbuch nicht, aber ich liebe die Bücher hier von Philipp Kerr. Der ist ja leider vor einiger Zeit gestorben und diese Mehrfachreihe mit Bernie Gunther, dieser Privatdetektiv, der auch ein ganz bewegtes Leben dahingelegt hat. Also eine herrliche Buchreihe mit 10, 15 Büchern. Geht leider nicht mehr weiter jetzt, aber ist wirklich absolut amüsant. Das kann man öfter mal lesen, das Buch. Liest man es und zwei, drei Jahre, vier Jahre später holt man wieder aus dem Schrank und liest es nochmal. Volker Kutscher ist auch sehr gut gelungen. Die Sache mit Gerion Rath. Ich lese auch amerikanische Krimis ganz gerne, so amerikanische Gerichtskrimis, weil es ein völlig anderes Gerichtssystem ist als in Deutschland. Aber wie gesagt, man sehe mir nach, man liest dienstlich den ganzen Tag sehr viel Sachliches, aber wenn ich dann mal meine Ruhe habe, dann lieber was Unsachliches, Krimi-ähnliches. Was ich gar nicht mag, ist hier so Gespenstergeschichten oder so. Wie heißt das? Wie ist der Fachausdruck dafür? Science Fiction, das mag ich auch nicht. Nee. Oder hier mit so Einhörnern und Kriegern, die dann also, da irgendwie im Nebel. Ja. Und das ist nicht so meine Welt. Also sollte schon handfest sein. Ja. Und da finde ich dann persönlich männliche Akteure ganz gut. Aber die haben ja mit Frauen manchmal auch ein bisschen so. Ja, Bernie Gunther hat auch mal was mit Frauen zu tun. Ja, genau. Ich habe mit großem, ein Buch, was mein Leben sehr bewegt hat, so war 28 Tage lang, von David Safir. David Safir, ein Autor, der normalerweise sehr lustige Sachen schreibt. Jesus liebt mich, Miss Merkel, relativ aktuelle Bücher, die sehr witzig sind. Aber mit 28 Tage lang das absolute Gegenteil, eine Geschichte über oder eine fiktive Geschichte, die im Warschauer Ghetto spielt, wo die Akteure nicht reell sind, aber ähnlich der Realität. Ein grausames Buch, ein schmerzvolles Buch, was einem wirklich wie Nadelstiche in der Haut wehtut, aber ein sehr, sehr bewegendes Buch. Sag doch mal den Titel. 28 Tage lang. 28 Tage lang, okay. Guck ich mal, was das ist. Aber man kann auch Mu lesen, ist auch nicht schlecht. Ist es von einem Mann oder einer Frau? David Safir ist ein Mann. Ein Mann, okay. Ja. Weil ich da auch festgestellt habe, dass also Bücher von Frauen geschrieben sind völlig anders, auch Krimis. Ja. Da gibt es ein paar gute, aber meistens bin ich dann, wenn ich so ein von einer Frau geschriebenes Krimi-Buch lese, denke ich mir, also richtig mein Stil ist das nicht. Ist nicht immer so, aber häufig. Aber es gibt natürlich auch für Männer geschriebene Krimis, die scheiße sind. Das muss man dazu sagen. Aber ich glaube, die Denke ist ein bisschen anders und die Art und Weise, an so Sachen ranzugehen. Ich habe früher, glaube ich, ganz gerne Sabine Kornbichler gelesen. Die hat so Frauenkrimis geschrieben, die mochte ich. Ja. Ist eine Frau. Ja, genau. Hoffentlich bleibt es noch lange. Ich versuche es. Ja. Wir versuchen zumindest, was das Geschlecht angeht, als Schuster bei den Leisten zu bleiben. Genau. Oder? Und wir sehen uns auch nächste Woche wieder. Genau, das ist dann sozusagen die Zeit nach dem Sommerinterview. Die Zeit nach dem Sommerinterview. Dann verabschieden wir uns jetzt hier aus Gera, von hinter der Orangerie, Küchengarten. Alles sehr schön und wünschen dem Hochzeitspaar, was wir da gerade gesehen haben, alles Gute. Ne? Absolut. Ja. Und gehen jetzt zur Mitarbeiterbesprechung. Genau. Bis dahin. Tschüss.